Wenn es hier auf der schönen Insel Helgoland mal brennt, dann rückt dieser Feuerwehrwagen aus. Also, wenn gerade jemand da ist, der ihn auch fahren darf. Denn dafür gibt es eine kleine Vorgabe vom Verkehrsministerium in Kiel. Unsere Vorgabe zurzeit ist die komplette Theorieausbildung des Führerscheins Klasse C. Und dann muss 8 Stunden jeder Teilnehmer hier auf Helgoland eine praktische Ausbildung durchlaufen. Das heißt, wenn die ganze Mannschaft den Führerschein machen soll, dann würde sich das bei 10 Kameraden, 8 Stunden, 80 Stunden, auf circa 6 bis 8 Wochen des nachmittagigen Fahrens hinziehen. Das heißt also, auch die Inselbevölkerung, die ja eigentlich autofrei lebt, würde durch die Feuerwehr massivst gestört werden. Stimmt, die Helgoländer haben ja gar keine Autos. Umso wichtiger, dass die Feuerwehr ordentlich fahren lernt. Wir haben weder Ampeln, wir haben weder rechts vor links auf Helgoland, wir haben weder Stoppschilder noch sonstige Verkehrsschilder. Der Fahrer lernt also durch das Fahren reinweg gar nichts. Doch, er lernt, durch welche Straßen der Wagen überhaupt durchpasst. Das ist übrigens nur jede dritte. Die Strecke, auf der die Feuerwehrmänner üben können, ist damit ganze 5 Kilometer lang. Und das 8 Stunden lang kann man sich ausrechnen, dass man alle 3 Minuten an der gleichen Stelle vorbeikommt. Ist doch klasse. Dann bekommen die Helgoländer doch wenigstens mal was von ihrem Feuerwehrwagen zu sehen. Sonst rast der ja immer so an einem vorbei. Auf Helgoland darf er nur 10 fahren. Innerhalb der Ortschaft 6. Das heißt also, jeder Fußgänger überholt einen. Ärgert euch nicht, liebe Feuerwehrleute. Auch wenn euch die Fußgänger überholen, die Polizei darf auf Helgoland auch nicht schneller fahren als ihr.